Musik ist vielleicht laut. Hallo und herzlich willkommen hier bei Chris Will Spielen. Wir sind in Rocket League unterwegs und die neue Season ist da. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung mit den ganzen Infos, die Rocket League da zur Verfügung gestellt hat. Erstmal schauen wir uns, die neue Season gibt es. Es gibt eine neue Kiste. Ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste. Und es wurde halt die Belohnung ausgezahlt für die letzte Season. Das war in dem Fall Felgen. Ja, müsste man nur schnell da ansehen. Wir haben hier einmal die Felgen von Season 3. Die kennen vielleicht noch einige. Und das sind die neuen hier. Und ich muss sagen, geil ist was anderes. Das sind hier die in Bronze. Dann haben wir hier die Silber. Also eigentlich echt nicht schön. Gold. Gold schon, eigentlich auch nicht schön. Dann haben wir einen Platin. Und ich habe, ja, also, weiß nicht, die Tränen. Oben leuchtet so ein bisschen was. Ich würde jetzt gerne einen Finger einzeigen, aber da bringt nichts. Habe ich eine Maus? Ich habe eine Maus. Hier leuchtet es. Nimmt er die Maus überhaupt auf? Ich habe keine Ahnung. Egal. Und dann haben wir hier noch die Diamond. Die drehen sich sogar. Und die Champion würden sich auch, hätten auch noch so, so eine Animation. Aber selbst mit dem Drehen, ich finde die Felgen, also dafür, dass man hier ein halbes Jahr fast, ja, die Season spielt, um dann sowas für so eine Belohnung, finde ich schade, ich finde die einfach nicht schön. Dazu gab es auch eine neue Kiste, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt, hier die Kiste Sieg, ich habe dafür jetzt echt ein paar Matches gemacht und hab dann gegoogelt, wie farm ich Kisten und bla. Und habe dann auch ein paar Methoden gefunden, die allerdings alle voll Bullshit sind. Weil die alten funktionieren nicht mehr, die, wo man so AFK, halb AFK machen konnte und die neu oder die Anführungszeichen neuen, ja, das ist eigentlich voller Bullshit. Von da dachte ich mir dann, okay, dann spiele ich heute Abend mal ein paar Runden mit ein paar Leuten und farm die halt so nebenbei. Hab dann noch ein 1 vs 1 Unranked gemacht und hab dabei die Kiste Sieg bekommen und wir schauen uns gleich mal an, was drin ist. Einmal drin für den Merc Athena. Ja, geil. Für den Imperator DT5 Mosher. Ja, für den Jäger Mr. Monsoon. Okay, ist auch nicht geil, Alter. Für den Marodeur, für den, ach, den hässlichen, irgend so Sterne drauf. Was ist denn das? Das ist 10, 5, 3, also 18. Krass. Marodeur 18. Ey, krasser Scheiß. Für den Dominus Witzebuch. Okay, manchmal würde ich mir schon wünschen, ich jetzt auf Englisch. Inwiefern ist das denn Witzebuch? Naja. Werden sich schon dabei was gedacht haben. Hier haben wir Nipper. Die sind blau mit einem gelben Rand. Die Frage ist, beim Lackiert, was verändert die Farbe? Wenn das Blaue dann eine andere Farbe kommt, dann könnten das richtig geile Felgen werden, weil die sehen so schon recht geil aus. Und was leider nicht dabei ist, ist hier eine Spur dabei. Da haben sie keine grüne eingebaut. Da fehlt noch eine grüne. Hat jemand von euch, ich glaube, die gibt es nicht in Lackiert. Ich habe überall im Internet gesucht, keine Lackierte gefunden. Oder hat einer von euch ein, wie heißt denn das Ganze? Steht nicht dabei. Ach, dort unten, eine Spur in Lackiert in grün. Oder allgemein lackiert, dann wüsste man sich auch, dass es in grün gehen würde. Weil ich gerade wenn man ein grünes Auto hat, ist es immer schwierig, eine Spur dazu zu finden. Für den Octane haben wir noch zerrissener Comic. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und ein neues Auto, der Werwolf. Sieht futuristisch aus. Sieht ein bisschen aus wie, kennt einer von euch diesen 1500 PS Elektrowagen oder 1300. Müsst ihr euch mal anschauen, der sieht ein bisschen so aus. Also, finde ich jetzt gar nicht so geil, aber ist halt ein neuer Wagen, ne? Was natürlich geil ist. Hier haben wir Tsunami Beam. Oh, der sieht schon mal cool aus. Den noch lackiert, richtig geil bestimmt. Toon Sketch. Oh, der ist aber, der sieht cool aus, aber der ist nicht schön irgendwie. Das ist ja mal was ganz abgespacedes, aber irgendwie cool. Oh, was sind das denn für Felgen? Ach, die Felgen sind ja geil. Okay, die Felgen sind ja mal richtig geil. Gibt's noch was? Es gibt noch Baller. Kara. Alter, das ist aber auch geil. Chameleon. Das ist ein Mystery Deagle. Schwarzmarkt, animierte Aufkleber. Ach, wie geil. Ach, wie geil ist der denn? Sturmwache. Auch cool. Aber Chameleon ist immer ultra geil. Dann haben wir noch eine Explosion. Was, das ist es? Das ist die... Wow. Okay, das ist ja mal überhaupt nicht geil. Und Trigon. Auch cool, vor allem Mystery Deagle ist ja geil, aber Chameleon ist ja mal ultra geil. Also das ist ja mal absolut geil. Und wir machen auf. Ich mach die Augen zu, oder? Ich will gar nicht wissen, an was es alles vorbeiläuft. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es dann schon wissen. Mach die Augen auf und nee. Och nö.
Ja, dann mach doch wenigstens die... Ich hasse dieses Spiel. Immer bekomme ich die größte Scheiße. Im letzten Video war schon nur Müll dabei, ey. Ja, Mann, ey. Ich brauche noch mehr von den Kisten. Ich brauche mehr von den Kisten. Da ist immer mega geiles Zeug drin. Mega geil. Was machen wir noch für eine Kiste auf? Wieso habe ich denn so viele von diesen blöden Turbo? Machen wir halt noch so eine blöde Turbo auf. Dann machen wir noch zwei Matches und hoffen wir, dass noch eine Siegkiste oder Kiste Sieg dabei ist. Das wäre nämlich geil. Ob die Schwarzmarkt... LOL, da war... Ach, fick dich doch! Vielleicht bin sie... Ich würde am liebsten noch eine aufmachen. Ich würde am liebsten noch eine aufmachen. Ach, lackiert. Verdammt, ich klicke zu schnell weg. Hat eine Ahnung, für welches Auto das war? Wahrscheinlich nicht. Ach, hier kann ich oben nicht noch lackiert. Qualität. Lackiert. So, was hier neu? Das ist Breakout Taiwaner. Haben wir irgendwo ein Breakout? Da haben wir ein Breakout. Haiwana. Da. Das ist normal. Geil. Richtig geil. Ey, die Karte will ich jetzt aber nicht. Gib mir wieder mein Octane. Bist du der Richtige? Inventar verwalten. Was war das andere neue? Ach, irgendwas für den DT5. Genau. Achso. Titel für den. Damit ich hier nicht mehr dieses Pop-Up ab hier. Ich mache jetzt noch so eine blöde Turbo auf. Ich will doch auch mal was Schönes bekommen. Alter, für das Geld, wo man hier für die blinden Schlüssel ausgibt, kann man sich neue Spiele kaufen. Die deprimieren ein weniger. Ja, genau, zweimal rot, auch wenn ich das Rot zwar nicht brauche, und dann bleibst du bei diesem behinderten Zeug wieder stehen. Boah, ey, das haben wir nicht. Ah, auch lackiert. Welche Farbe? Hey, das sieht jetzt aber, das könnte jetzt aber gar nicht so kacke sein. Dominus. Ich habe nämlich hier die Lackierung sogar dort. Hm? Ich finde die cool. Das ist grün und das ist Titanweiß. Okay, ich muss sagen. Das hat schon was. Hier eigentlich auch. Aber dann bräuchte ich da auch was anderes. Was ist das hier? Keksteig. Das ist ganz cool. Das ist richtig gerade auch was. Das merkt man nicht, dass es Titanweiß ist. Platine? Nee. Plüsch. Mach mal Plüsch, aber ich will eigentlich nicht mit dem fahren. So, nee, ich will jetzt kein 1 vs 1 machen. Wir machen 3 vs 3. Genau, Season ist ja auch vorbei, ne? Gibt's wieder von vorne los, hat aber noch keine Lust, mich einzuranken. Muss ich schauen, mit dem ich das mache. Vielleicht mache ich mit jemandem, wo ich dann auch ein paar Matches mehr verliere. Damit ich ein bisschen weiter nach unten komme. Dann kann ich mich wieder schön nach oben ranken. Macht nämlich auch immer Spaß, macht halt auch irgendwo Spaß, dieses Art Smurfen, ne? Einfach zu gewinnen. Manchmal ist es aber auch cool, wenn man wirklich Gegner auf Augen hört, also ist auch cool. So, genau, Problem bei Unranked ist, dass die ganze Zeit Leute lieben und kommen, sobald ein Tor fällt und alles. Aber einer ist hier freundlich, good luck, have fun, ey, yeah. Und bleibt dann stehen. Dann ist es ein anderer. Ach, der ist raus. Ach, lol. So. Schauen wir mal, ob es mal kurz gecuttet. Schauen wir mal. Wir gehen bevor der AFK ist. Alan Tusk. Der hat jetzt die, was war das? Die aktuell schwerste oder stärkste Rakete ins All geschickt, erfolgreich. Echt funny, was man so mit ein paar Milliarden auf dem Konto alles, ja, machen kann. Ach, was macht ihr denn auf einem Fleck da drüben? Was denn los mit euch? Genau, Alter. Was ist denn mit dem schief, ey? Ups, Alter. Ach komm, ey, das macht doch kein... Okay. Mal kurz Konzentration. Irgendwie ist mir kalt. Ich könnte dran liegen, dass draußen arschkalt ist. Ja genau, fahr einfach... Alter, was ist das denn für ein voll Bongo, ey?
Wenn ich einfach melden wegen Scheiße. Geh runter, Auto. Jetzt komm, lauf, du hast Zeit. Ja, lass die Zeit, ja. Dann lass dir die Zeit, ne, du hast's ja scheinbar, hast's ja. Alter, lass doch mal dem anderen den Ball. Weg mit dir, Blauer, sorry. Da muss ich jetzt durch. Schade. Komm, weiter. Jetzt müssen wir auch mal ein Tor schießen. Schön. Guter Pass, ne? Guter Schuss kriegt er nicht, der Penner. Der hat mich voll weggehauen. Ach, jetzt ist er auch noch nett, ey. Das wäre doch noch wenigstens ein Assi und nett. Und jetzt ist der andere nicht neckt und sagt danke, ey. Mann, Mann, Mann. Ich fuhr es eigentlich... Ach, ja, genau. Alter, das war das für zwei Bombos, ey. Wofür gibt's. Warte, Taste. Wofür gibt's denn hier diese Short-Dinger, ne? Auch genau auf ihn drauf. Und genau auf mich drauf. Oh. Alter, ich weiß nicht. Mit denen kann ich wenigstens offensiv. Die sind echt. Recht tricky, die Mitspieler. Ach, hau doch nicht so. Voll gegen die Decke, ey. Den kannst du haben. Für was? Wow. Für was denn? Der Typ ist echt scary. Ach, er will fliegen. Ja, du hättest ihn noch gar nicht mehr erwischt, du Bobo. Das ist immer das Geilste, sag ich aber auch mal. Wenn wir mit Freunden spielen und die hauen dann den Ball irgendwo weg, wo man eh nicht mehr hingekommen wäre. Und dann so tun als, oh, jetzt hätte ich den aber so erwischt, ne. Jetzt schaut der Underfly perfekt gerade auf den Ball zu. Und er sagt, nö, ich meine. Mit denen ist, weiß nicht, spielt er mehr um Spaß zu haben oder spielt ihr um zu gewinnen? Egal, jetzt ob ranked oder unranked. Dann geht er auch hin, dann erwischt den Ball aber auch nicht. So, an sich ist mir, also solange man jetzt keine Klatsche bekommt, ist mir aber egal, wenn ich verliere. Ich will halt einfach irgendwie ein schönes Spiel haben, was Spaß macht. Mit vollen 60 FPS. Hat aber irgendwie nicht klappt beim Aufnehmen. Muss ich mal Ding nehmen. Anderes Audioprogramm. Vielleicht liegt es daran. Vor allem, er geht ja auf exakt 30 runter. Was für mich halt keinen Sinn ergibt. Danach arbeitet er schließlich schon wieder auf 60 hoch. Ja, aber ist zum Glück jetzt nicht so schlimm. Oder nicht so lang. So, beide da drüben, ja. Oh, eine fährt sogar weg. Leckt mir am Arsch. Hey, lass mich. Ja, okay, wenn er will. Dann lass mir den halt, ne? Wir holen uns mal in Ruhe Boost. Ah, ist einer tot. Ah, fast. Jetzt haben wir den bekommen. Sind wir auf. Oh, das war hier skillig. Was hat der vor? Hey, jetzt langsam spielen sie richtig miteinander. Da gehen sie gleich raus. Das ist irgendwie das Blöde an Unring. Das Tor wollte ich nicht klauen. Da
Der geht nicht ganz aufs Tor, aber viel hat nicht gefehlt. Achso, sind zwei Bots, ne? Vielleicht sollte ich mich doch einranken lassen. Jo, 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 jo. Ellentasch ist raus. Er fliegt mit seiner Rakete weg. Ne, wir stehen da hinten. Super. Und wir haben kleine Hase bekommen. Ach komm, hätte was Schönes sein können. Mögt ihr eigentlich, ist mein Handy vorgeladen? Ja. Rocket, nicht Rocket Labs. Hier, Dropshot. Spielt einer von euch noch Dropshot? 190 Leute in der Playlist, sehr gut. Spielt keine Sau mehr. Verstehe. Bleiben wir bei Stand. Ach, wir können auch mal auf Doppel gehen. Ach nee, ich mach kein Doppel jetzt. Ist echt krass, wie viele Spiele man wegcutten muss. Weil man irgendwie 10 Sekunden vor Ende oder so immer in so Kacke reinkommt. Also das ist echt ein bisschen blöd an diesem... An Unranked. So, wir sind jetzt hier auch in ein laufendes Spiel angekommen. Jetzt kann ich gehen dürfen. Laufendes Spiel reingekommen, aber das sollen uns jetzt erstmal nicht stören, wenn dann ist am Ende eh nicht zu sehen, wenn ich es gerade cutte. Wo sind denn die anderen alle? Da war noch ein Bot da, den ich ausgespielt habe. Ich wollte ihm eigentlich rüberpassen, aber. Oh, schön. Aber hat nicht so ganz geklappt. Hat nicht so ganz geklappt. Ach komm, habe ich aber zu bisschen zu spät gerollt. Hat der neuen Sound? Der sieht doch anders an, oder? Hat das Spiel betreten, sollte das wenigstens. Wer ist Last OT? Okay, hier ist auch ein Boost gespawnt. Ist okay. Ist okay. Der hält sich doch anders an oder hat irgendwie anders. Irgendwie was ich ein. 8-Zylinder, holy shit. Holy. Mann, was sind das denn für Assis? Mann. Hüpf, hüpf. Oh. Digga. Den Busch, den nimmt er sich jetzt natürlich. Mann, ey. Alter, voll drauf da. Spawn. Arsch. Ach, schade. Das Boost. Mann, ey, hör doch auf, mir immer den Ball weg zu. Uiuiui, uiuiui. Beeilung, Beeilung. Erstmal safe. Ne, da. Bis ich da bin, ist der Gegner schon da. Nehmen wir mal safe darüber. Ah, ein bisschen lang. Wollte ihm irgendwie darüber passen. So macht es halt schon Spaß, wenn wirklich Leute halt nicht irgendwie immer dieses auf safe Tor, sondern auch mal ein bisschen. Hin und her passt ein bisschen Spaß halt. Bei Ranked, okay, da muss man halt, wenn es Tor frei ist, auch ein. Ach, blöde Decke. Tor machen. Dass er jetzt ein bisschen schwacher ist, ja, war nicht mit Absicht. Ach, da ist schon ein Boost gewesen. Oh, Dreh. Ach komm, der ist aber auch nicht Richtung Tor. Wieder betreten, verlassen wir es jetzt wieder. Ach, jetzt haben die wieder ein Bot. Ne, die haben alle einen Ping. Kein Bot. Du drehst dich da schon zehnmal, sag mal. Sind wir beim Freestyle Club oder was? Jawohl, schöner Block. Ja, war klar. Ich kenne bestimmt ein paar von euch kennen Block da, diesen Profi-Drift oder Brennfahrer, wie man es nennen will. Wenn der früher als Kind Basketball gespielt hat und der hat quasi einen Ball geblockt, was haben denn dann die zu ihm gesagt? Guter Block, kein Block. Oh. Ich weiß, sie wäre schon ein lustiger Witz. Da leckt mir mal schon lachen, nicht mich drüber. So, kommen wir da vor ihm hin. Wir konnten nicht sogar blocken. Nicht gut, aber wir konnten blocken.
Ach komm. Oh, schöner Fake. Ach, schade. Schade, wir gehen mal safe nach hinten. Scheiße, ich wollte, dass der anders schießt. Ah, jetzt. Ich war irgendwie noch auf vor 2 Sekunden oder 3 Sekunden. Oh, das war jetzt aber schlecht. Jetzt habe ich schon gemerkt, dass ich nicht hinkomme. Aber meine Finger dachten, ich drücke trotzdem. Die drücken trotzdem. So, da tue ich nur so. Jetzt würde ich hingehen. Okay. Da hat der kleine Pre-Jump voll ausgereicht. Da gehe ich nicht drauf, falls der andere. Jawohl. Der ist doch schon gefährlich. Ach, oh, der ist anders abgeprallt. Ich will gewinnen, Alter. Spielt ihr, wenn ihr Comparative oder mit diesen. Heißt der komparative Modus oder ist das der uncomparative Modus? Schau mal gleich. Aber wenn ihr diesen Modus spielt, geht dann auch früh aus Matches raus, wenn es irgendwie, ja, zwanglos, auch competitive ist der gerankt, genau. Also geht ihr bei zwanglos Matches auch raus, wenn es irgendwie 5-0 steht oder irgendein Match reinkommt, wo dann nur noch 2 Bots sind und ihr, oder spielt ihr den Modus überhaupt, das würde mich mal interessieren. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Erzählt mir auch, was ihr in eurer Siegkiste, glaube ich, hieß die, in eurer Siegkiste drin war. Würde mich interessieren und ich wünsche, drückt euch natürlich die Daumen, dass ihr besseres Zeug zieht als ich. Ist allerdings auch nicht schwer. Und ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Adios.